Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später, bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Wir haben wie immer am Mittwoch eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. So, jetzt geht es weiter mit der, oder wir beginnen besser gesagt, mit der Nadine. Und Nadine ist 27 Jahre alt. Hallo Nadine. Hallo Domian. Hallo Nadine. Um was geht's bei dir? Ich wurde mit 10 Jahren vergewaltigt. Das Ganze hat sich wiederholt mit 14. Das kommt jetzt alles, ja, seit knapp einem Jahr kommt das alles wieder so. Seit dem letzten Jahrestag bin ich eigentlich nur noch durchgehend fertig mit Depressionen, mit Angstzuständen und so weiter. Du hast gesagt, mit 10 Jahren wurdest du vergewaltigt. Von wem? Ist unbekannt, war halt draußen. Und ich habe es auch nie zur Anzeige gebracht und habe es auch nicht mal meiner Mutter erzählt. War das ein älterer Mann oder ein junger Mann? Es war so mittleren Alters. Der dir völlig unbekannt war? Genau. Und das ist draußen auf der Straße passiert? Genau, auf dem Parkgelände hinterm Spielplatz, wo ich damals gespielt habe. Der dich dann wie in einem Spielfilm angesprochen hat und es ist dann geschehen? Nee, überhaupt nicht. Der ist mir entgegengekommen, dann hat er mich gepackt und halt ins Gebüsch gezerrt. 10 Jahre warst du alt? Genau. Stelle ich mir ungeheuer schlimm vor für ein 10-jähriges Kind, dass der Akt an sich ist ja schon grauenhaft und dann auch die Angst, von einem wildfremden Mann da so ins Gebüsch gezogen zu werden. Ja, klar. Es war halt für mich ziemlich schlimm damals und wie gesagt, es kommt halt alles wieder und wiederholt sich halt nachts in meinen Träumen und so weiter. Warst du damals nicht verletzt? Nein, also nicht, dass ich jetzt wüsste. Und die Verstörung, du musst ja verstört gewesen sein, das hat deine Mutter dir nicht angesehen? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung, ich kann meine Mutter schlecht fragen. Das kann ich so jetzt nicht sagen. Du kannst deine Mutter nicht fragen, weil? Weil ich ihr das nie gesagt habe. Ja, bis heute nicht, aber deine Mutter lebt noch. Ja, die lebt noch. Dann ist das im Alter von 14 wieder passiert. Genau. Was ist da geschehen? Da bin ich ein bisschen abgerutscht mit Alkohol nach der Schule, direkt auch wieder zum Park, zum paar Obdachlosen, haben wir viel Alkohol getrunken, Drogen genommen. Und dann hatten wir so ein Zeltlager, wo meine Freundin und ich dann halt waren und da ist dann halt nochmal in so einem Zelt passiert. Und wer war das? War das ein Bekannter? Oder war das auch wieder ein Fremder? Nein, also ich kenne den Namen. Du kennst den Namen. Und das ist in deinem Zelt passiert oder in seinem Zelt? Nee, das war in seinem Zelt. Und er hat dich damit reingelockt? Genau. Ja, wir haben da halt öfters an den Zelten gesessen, haben halt was getrunken, haben uns halt unterhalten und so weiter. Und irgendwann war es dann, war es ein bisschen anders als normal. Ja. Und da ist das mehr oder weniger Gleiche passiert, was dann 4 Jahre vorher geschehen ist. Genau. Was hast du währenddessen so gedacht? Hast du gedacht, das ist jetzt wieder sowas wie damals? Kannst du dich erinnern, was da in dir vorging? Ich wollte einfach nur weg. Ich habe mich nicht getraut, mir irgendwie zu schreien oder mich zu wehren oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach nur weg. Und hast es dann aber auch niemanden da... Du hast nicht geschrien und hast auch niemandem etwas gesagt hinterher? Nee. Ja. Meine Freundin, die war dabei. Das Ganze. Wir haben halt... Irgendwann bin ich halt aufgesprungen, weil meine Freundin mich komisch angeguckt hat. Und dann haben wir uns eine Dose Haarspray genommen, haben den Typen mit Haarspray vollgesprüht ins Gesicht. Und dann sind wir halt ganz schnell weggelaufen. Seitdem waren wir dann auch nie wieder da. So, jetzt bist du 27 Jahre. Ist ja viel, viel Zeit vergangen. Ja. Hast du das in diesen letzten Jahren versucht zu verdrängen? Hast du es immer zur Seite geschoben? Und jetzt kommt es erst wieder so hoch? Oder hat es dich eigentlich immer begleitet? Ich habe so die ganzen Jahre immer verdrängt. Das kam halt immer so, an dem speziellen Tag kam es halt wieder hoch. Dann war eine Woche, wo ich dann ein bisschen durch den Wind war und so weiter. Und dann war es eigentlich wieder gegessen, bis auf letztes Jahr. Also seit dem letzten Jahr ist es halt durchgehend, dass ich halt völlig durcheinander und wie gesagt, teilweise Angstzustände und so weiter habe. War letztes Jahr irgendetwas, was das nochmal so wachgerufen hat, die Erinnerung daran?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir nur vorgenommen, irgendwann musst du dich mit diesem Thema beschäftigen und habe dann im Internet habe ich mir dann mich mit anderen Betroffenen unterhalten und so weiter und habe deren Geschichten gehört und Ich gehe noch mal zurück zu dem Alter 10 Jahre und auch noch mal 14 Jahre. Warum hast du es deiner Mutter nicht erzählt? Ich weiß es nicht. Ich denke, es war einfach Angst, Scham, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe, dass ich schuld bin. Ja, das ist das Wahnsinnige, dass sehr viele Kinder, denen so etwas widerfährt, dass die sich schämen oder junge Leute. Natürlich ein völlig verrücktes Gefühl, weil die müssen sich nicht schämen. Aber so funktionieren halt, so läuft es halt immer wieder mal ab, wenn so etwas geschehen ist. Genau. Wen hast du denn jetzt in den letzten Jahren eingeweiht? In den letzten Jahren, also meinem ersten Freund habe ich das gesagt. Mhm. Der hat sich allerdings einen Dreck drum gekümmert. Der hat sich auch genommen, was er wollte. Mhm. Das heißt, wenn er Sex wollte, hat er sich den genommen, egal was ich gesagt habe. Mhm. Dem Nachfolger sozusagen habe ich das auch gesagt. Der hat es verständnisvoll und so weiter aufgenommen. Mhm. Aber da war es halt alles nicht so schlimm. Und meinem letzten Freund habe ich halt auch gesagt, da ist es vom Dreivierteljahr so ziemlich deswegen auch in die Brüche gegangen, die Beziehung, weil ich halt seine Nähe nicht mehr abkonnte. Mhm. Es ging einfach nicht mehr. Heißt Nähe auch, dass du mit der Sexualität nicht klarkamst, die er wollte und du ihm das nicht geben konntest? Genau, also ich habe, glaube ich, irgendwie verlernt zu lieben in diesen Momenten. Hast du überhaupt nach den Geschehnissen mal in deinen Beziehungen oder auch nicht in den Beziehungen eine entspannte Sexualität erlebt? Ja. Das schon? Das ging. Immerhin aber ist die letzte Beziehung kaputt gegangen und du sagst selbst wegen dieser Vergangenheit, die du hast. Genau, ja, unter anderem. Gab halt noch andere Gründe. Aber es war für mich halt, dass ich halt diese Nähe nicht abkonnte. Also ich konnte keine Umarmung, ich konnte keinen Kuss, ich konnte gar nichts mehr. Es ging nicht mehr. Ich habe einfach nur noch ein Ekelgefühl gehabt davor. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Sehr gestört. Also ich habe sie jetzt vor 4 Wochen das erste Mal nach 3 Jahren wieder gesehen und davor habe ich sie bestimmt 6 Jahre nicht gesehen. Ich wollte dich sonst fragen, wenn es ein gutes Verhältnis gewesen wäre, warum du jetzt auch noch so eine Scheu hast, deiner Mutter das zu erzählen. Aber dann verstehe ich das, wenn das Verhältnis nicht gut ist, dass du dann natürlich gerade mit so einem Thema auch nicht zu ihr gehst. Nee, das muss ich nicht unbedingt haben. Nun hast du hier angerufen. Das ist ja dann schon immer für jemanden, finde ich, so interpretiere ich das, der etwas Schlimmes erlebt hat in seiner Vergangenheit und dann den Weg hierher in eine solche Sendung sucht, finde ich immer schon einen großen Schritt. Und der sagt mir auch immer, dass diese Person, jetzt auch in deinem Fall, dass da ein Leidensdruck ist und aber auch ein Wille, dass sich irgendetwas verändert. Ja klar, aber irgendwann muss es ja raus. Es geht nicht, dass ich es immer weiter verdränge. Mhm. Irgendwann ist vorbei. Ich habe das Ganze aufgeschrieben mittlerweile und versuche mir, mich halt da immer irgendwo selber wieder mit reinsetzen kann. Du musst jetzt irgendwas machen. Ja, und der nötige Schritt in der Regel ist natürlich, dass man dann zu einem Psychotherapeuten geht. Genau, das habe ich mich bis jetzt aber noch nicht getraut. Ja. Also es wurde mir von verschiedenen Personen angeraten, meinen Freunden, wo ich das erzählt habe. Die sagen, Mensch, geh doch zur Therapie oder sonst irgendetwas, mach irgendwas. Aber warum traust du dich das nicht? Ich weiß nicht, also ich habe so kein Problem darüber zu reden, weil es über das Telefon oder über das Internet in Foren oder über einen Chat läuft, ist es gar kein Problem. Aber ich sitze jemandem gegenüber und soll es erzählen. Meinst du, nehmen wir mal an, wir beide hätten uns jetzt gegenüber gesessen. Du hättest mir das nicht erzählen können? Ich glaube schon. Nein. Nein? Nein, auf keinen Fall. Ich habe es einmal versucht, meinem Chef zu erzählen, weil ich auf der Arbeit so fertig war und ich musste ihm das einfach irgendwo sagen, weil ansonsten hätte mein Job da irgendwo dran gehangen letztes Jahr. Und ich konnte es wirklich nur andeuten, anreißen. Ich habe ihm Texte geschickt, wo ich darüber geschrieben habe. Und ich konnte wirklich nicht drüber reden. Du hast natürlich, ein Chef ist natürlich jemand völlig anderes als ein Therapeut oder ein Arzt, der mit so etwas jeden Tag konfrontiert wird und der gelernt hat, damit umzugehen. Der unter einer Schweigepflicht steht, wo man sich nicht schämen muss, wenn man so etwas ausspricht. Und wo man das Gefühl hat, da bin ich dann auch in guten Händen, der kann auch damit umgehen, wenn ich da meine Seele öffne. Ich würde dir gerne jetzt gleich ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das ist ja auch erstmal übers Telefon. Und dann könnt ihr beide mal überlegen, wie du dich an so eine Therapie herantasten könntest. Vielleicht auch erstmal telefonisch mit einem Therapeuten oder schriftlich.
dass einfach vielleicht auch so eine Vertrauensbasis entsteht, bis du dann den direkten Konfrontationsschritt unternimmst. Mhm. Den musst du irgendwann unternehmen. Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst, aber das musst du auch machen. Ja klar, anders geht's nicht. Irgendwo sonst gehe ich da irgendwann ran kaputt. Ja, wenn, ich meine, jetzt ist schon eine Beziehung daran gescheitert. Das ist ja schlimm, bedauerlich und schade, wenn sowas passiert. Und dich beschäftigt es auch permanent, wie du gerade erzählt hast. Ja, genau. Mhm. Also geht halt nicht anders. Ja. Nadine, jetzt wirst du auflegen und dann ruft dich meine Psychologin, die Anja an. Und dann könnt ihr beide das mal ganz vorsichtig besprechen, wie du das einfehlen könntest. Alles klar, Domian. Mach es und ich finde es gut, dass du angerufen hast. Das ist bestimmt der erste Schritt gewesen. Alles klar. Alles Gute. Ich danke. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt unser Thema Kinder aus Vergewaltigungen. Ich möchte gerne mit Kindern sprechen, die aus Vergewaltigungen stammen, möchte aber auch sehr gerne mit Müttern sprechen, die vergewaltigt wurden und die dann anschließend ein Kind bekommen haben. Wie sie damit umgegangen sind, ob sie das Kind behalten haben, ob sie das Kind vielleicht zur Adoption freigegeben haben, wie das Verhältnis zu diesem Kind war und so weiter. Also Kinder aus Vergewaltigung heißt unser Thema morgen. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt darüber, dann meldet euch am besten schon per Mail an unter domian@wdr.de und wer das nicht möchte, kann natürlich morgen ab 0 Uhr auch schon anrufen oder während der Sendung morgen anrufen. So, jetzt geht's weiter mit dem Stefan und Stefan ist 23. Hallo Stefan. Hallo Domian. Hallo Stefan. Das erstmal, das Thema passt ja nun gar nicht zu meiner Vorrednerin, doch mein Thema passt genau zu meiner Vorrednerin und das, was da nun kommt. Ich bin 20, bin Jugendtrainer. Was? Und Jugendtrainer? Jugendtrainer, ja. Was trainierst du oder wen trainierst du? Handball. Handball? Ja. Jungs? Ja. Ja. Und ich habe mich in einen Spieler verliebt. Mhm. Wie alt ist der? 14. 14. Ja, ich befürchte, dass ich mich verliebt habe. Ich kann das nicht so recht einordnen gerade. Ich habe noch nie Jungs irgendwie, dass ich gesagt habe, ich will was von Jungs oder so oder von Männern allgemein. Also keine Erfahrung mit Männern, keine schwulen, bisexuellen Erfahrungen, gar nichts. Gar nicht. Bisher rein heterosexuell gelebt? Ja. Freundin gehabt? Oder hast du gar eine Freundin im Moment? Nee, ich bin zurzeit solo. Zurzeit solo, aha. Seit einem Jahr. Und jetzt bei diesem 14-jährigen Jungen, hast du zum allerersten Mal gemerkt, dass da irgendwie was... Ja, da ist Erotik in der Da ist irgendwie was anderes als sonst. Mhm. Wie lange spürst du das schon? Ist 2 Monate. Ja. Ich bin auch erst seit einem halben Jahr in der Mannschaft dabei. Ja. Als zweiter Trainer. Hast du das in irgendeiner Weise ihm signalisiert schon? Ich habe mich manchmal angelehnt bei ihm. Er ist ab und zu bei mir auch zu Hause. Wir spielen am Computer, gucken Fernsehen. Das geht also schon in den privaten Bereich dann rein? Ja, also wir verstehen uns privat eigentlich relativ gut. Wobei, das ist ja ungewöhnlich, ein 23-Jähriger und 14-Jähriger? Ja, irgendwo schon, aber ich kann es halt irgendwo selber nicht zuordnen. Wie hast du es denn beim allerersten Mal gemerkt, dass da irgendwas anderes in der Luft liegt? Das fing an mit Tätigkeiten im Verein, die wir hatten. Ich habe halt mit ihm zusammengearbeitet, das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und wir haben eine Sonderaktion gehabt, wir mussten halt was aufbauen bei uns, eine Präsentation vorbereiten bei uns. Mhm. Und wir haben uns einfach gut verstanden und sind danach halt, habe ich ihn halt auf McDonald's eingeladen. Mhm. Und irgendwie, als ich dann nach Hause gebracht habe, ging der mir nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Ich frage das jetzt nochmal. Hattest du wirklich vorher nie auf eine Ansatzweise eine homoerotische Fantasie? Im Kopf vielleicht, ja. Ja, also dann doch schon so irgendwie so ein bisschen. Bezog sich das dann immer auf jüngere Männer oder Jungs oder auch auf Gleichaltrige? Eigentlich Gleichaltrige, eigentlich. Mhm. Das ist das, was mich so verdattert. Ja. Und was fasziniert dich jetzt so an diesem 14-jährigen Jungen? Ich kann es nicht sagen, also irgendwie der Mensch selber. Also ich hab nie den Gedanken gehabt oder so, jetzt zu sagen, ich würde mit ihm irgendwas Sexuelles eingehen oder so. Also das den Gedanken hast du nicht? Nein, eigentlich nicht, nein. Die heimliche Fantasie hast du auch nicht?
Ein ganz ehrliches unter uns, komm. Ja, ich kann es nicht, ich weiß nicht, ich kann es nicht direkt sagen, also ob ich... Naja gut, irgendwie wird es in der Luft liegen, ja. Also es ist schon ein Gemisch aus dass du ihn so als Typ, als Mensch gerne magst. Ja. Und dass er dir aber auch äußerlich und körperlich auch gefällt. Ja. Wie ist er denn so drauf? Hat er eine Freundin oder? Nee, Freundin hat er nicht. Hat er überhaupt? Steht aber auf Frauen, sagt er mir zum, ja, oder ja, hat er gesagt. Er ist ja auch noch sehr jung und da ist das ja auch nicht alles so klar. Richtig, richtig. Ist eine schwierige Situation, Stefan. Ist schwer, ja. Wo du jetzt sehr diszipliniert sein musst. Ja, das ist das Problem. Sehr diszipliniert. Du musst dich da jetzt auch verdammt zurückpfeifen, finde ich. Mhm. Du kannst den ja mögen und schätzen, aber dann ist es aber auch gut. Mhm. Der ist erst 14 Jahre alt. Ich weiß, im Prinzip weiß ich, er ist tabu. Das sollte absolut für dich tabu sein. Mhm. Mhm. Und wenn du in irgendeiner Weise eine leichte bisexuelle Interessenader in dir hast, dann solltest du das irgendwie anders ausleben und einen anderen Partner suchen als denn diesen 14-jährigen Jungen. Ja. Oder warten, bis dieser Junge 17, 18 ist. Ja. Zumal du auch noch Trainer bist. Ne? Ja, das ist das Problem. Ne? Und dir ist klar, wenn das da rauskommt, dass du nur ein Auge auf ihn geworfen hast, ohne dass da irgendwas passiert ist, ist dein Ruf natürlich ruiniert. Ja, das ist dann hin, ja. Mhm. Außerdem ist dir klar, dass du dich juristisch auch auf sehr heiklem Terrain da bewegst. Mhm. Leider, ja. Ja. Mhm. Es ist ja fast noch ein Kind mit 14. Ja, das ist das. Mhm. Also gibt es da gar nichts zu diskutieren, dass du dich ja zurückhalten wirst müssen. Ja. Und ich würde auch an deiner Stelle, um nicht in diese Versuchung zu geraten, einfach auch diesen Kontakt runterschrauben. Mich einfach nicht mit ihm privat treffen, das muss ja nicht sein. Ja. Da ist ja eh ein großes Gefälle, wenn ein 23-Jähriger sich mit einem 14-Jährigen trifft. Ja. Das ist einfach so. Das ist ein Riesengefälle. Ja. Wenn sich ein 24-Jähriger mit einem 33-Jährigen trifft, das ist okay. Mhm. Aber hier sind ja, da liegen ja Welten in der Entwicklung dazwischen. Mhm. Das hast du wahrscheinlich auch so gedacht, dass ich dir das so sage. Vielleicht wollte ich es auch einfach nur hören. Mhm. Nochmal. Also, ich kann es ja auch noch drastischer sagen. Du kommst in Teufels Küche und du hast eventuell eine Anzeige am Hals. Mhm. Du stehst eventuell vor Gericht. Ich sage es jetzt mal völlig drastisch. Mhm. Aber nicht nur aus diesen pragmatischen Gründen, sondern du solltest ja auch die Finger einfach von einem so jungen Menschen lassen. Man sollte die Finger von einem so jungen Menschen lassen. Eigentlich ja. Ja, weil dieser Mensch muss selbst entscheiden, was er will. Und das Allerbeste ist, wenn er seine Partner möglichst in seinem Alter aussucht. Ist halt das Problem, es gibt halt diesen Schalter nicht, weißt du? Mhm. Ja, aber diesen Schalter, den kann man sich zwingen vielleicht. Ja, man kann sich gehen lassen in einem solchen Gefühl, aber man kann auch auf Distanz gehen und man kann sagen, okay, ich mag den gerne, ich finde den nett, so wie man viele Menschen nett und hübsch vielleicht auch findet, aber dann ist es auch gut und man hält sich zurück. Mhm. Jeder Schritt, den du näher gehst, ist ein Spiel mit dem Feuer. Mhm. Also ich würde dir wirklich dringend raten, diesen privaten Kontakt gänzlich einzustellen. Mhm. Und wenn du, wie viel Mal trainierst du in der Woche mit ihm und den anderen Jungs zusammen? Zweimal. Zweimal in der Woche. Das ist ja schon ausreichend genug. Ja. Bestünde denn sogar die Möglichkeit, dass du eine andere Gruppe übernimmst? Das führt sich ein Weg rein. Selbst das ginge? Mhm. Ja, ich denke mal, dass da ein Weg reinfällt, ja. Mhm. So, wenn du das sogar kannst, ohne da groß Aufsehen zu erregen, dann mach das auch noch. Schütze dich vor dem Jungen und schütze den Jungen vor dir. Ja. Ja? Das werde ich tun. Mhm. Aber mir wäre wohler, wenn wir dennoch gleich nochmal miteinander reden könnten. Das heißt, meine Psychologin würde ich nochmal anrufen. Und dann hoffe ich, dass du das auch so siehst. Ja. Ja? Ist okay. So machen wir es, Stefan. Gut, dann legst du auf und wir rufen gleich nochmal zurück. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Hier ist Thomas. Thomas ist 41. Hallo Thomas. Ja, hallo, Domian. Ja, guten Morgen Thomas. Guten Morgen. Domian, entschuldigen, ich wollte zu deinem Vorredner was sagen. Erstmal Respekt, was du zu ihm gesagt hattest. Ja. Und zu den Stefan möchte ich sagen, Stefan, lass die Finger weg von Kindern,
weil ich bin ehemaliger Knacki. Ich meine, ich habe mit Kindern nichts zu tun gehabt, aber deine Pädophil, muss ich sagen, denen geht's im Knast verdammt scheiße. Lass die Finger weg, such da, wie der Domian gesagt hat, Gleichgesinnten. Ich habe mich mal mit den Pädophilen unterhalten. Ich habe gefragt, was findest du an dem Kind? Sagt er, das ist unschuldig, das Reine. Und dann ist mir es eiskalt geworden. Stefan, lass die Finger weg von dem Kind. Das wollte ich sagen. Okay, zu meinem Thema. Okay, Thomas, deswegen hast du angerufen. Ja, Domian, folgendes, wir kennen uns ja, ich habe dich schon vor ein paar Jahren angerufen wegen deinem Elch da hinten, weil du mal nicht hinten stand, was du von der Hella von Sinn bekommen hattest. Ja, genau. Ja, vielleicht kannst du dich erinnern. Ja, also ich bin der, der was 23 Jahre im Knast war wegen einem Tötungsdelikt. Ja. Ich bin seit 9. August aus der Haft entlassen worden und seitdem bemühe ich mich auch innerlich wirklich stark um Arbeit. Ich habe auch gelernt, ehrlich und offen zu sein. Ich will den Arbeitgebern auch sagen, wo ich herkomme, wo ich die letzten 23 Jahre war. Und dann merke ich eigentlich immer nur, dass ich von jedem nur in den Arsch getreten bekomme. Du bist die Zeit lange her, dass wir gesprochen haben. Vielleicht fassen wir es nochmal kurz zusammen, auch für die Zuschauer, die damals nicht dabei waren und Zuhörer. 23 Jahre im Knast. Ja. Sagst du vielleicht nochmal grob, was du gemacht hast, weswegen du in den Knast gekommen bist? Ja, also ich muss sagen, ich war von 4. bis zum 18. Lebensjahr in verschiedenen Kinder- und Jugendheime. Und ich bin in Kloster groß geworden, da durften wir ja mit Frauen so nichts anfangen. Ich bin dann rausgekommen, dann habe ich meine Frau kennengelernt, die habe ich dann auch geheiratet. Ich hatte einen Arbeitsunfall gehabt, bin vorzeitig nach Hause gekommen und dann hörte ich im Schlafzimmer so ein blödes Geräusch und da dachte ich, naja, kannst du ja vorstellen was, ne? Ich dachte, die macht sich dasselbe. Dann mache ich die Schlafzimmertür auf, dann sehe ich meinen Bruder, wie er auf meine Frau liegt. Und ich war total co-abhängig und fixiert auf meine Frau, weil das der erste Mensch war, dem was ich wirklich von Herzen geliebt habe. Dann bin ich in die Küche gelaufen und dann habe ich ein Messer genommen und habe auf meinen Bruder eingestochen. Und ja, der Gerichtsgutachter sagt, es waren damals 18 Stiche. Ich weiß eins von einem Stich, aber mein Bruder ist tot. Ja gut. Ja. Ich habe damals eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten. Ja, die habe ich nach 23 Jahren verbüßt. Ja, ich bin also vorzeitig entlassen worden. Ich habe nicht besonders schwere gehabt. Das ist ja eine lange Zeit, ne? Wie lange ist heutzutage lebenslänglich? Lebenslänglich ist und bleibt lebenslänglich. Es gibt zwei Variationen. Es gibt einmal lebenslänglich, das ist Paragraph 211 im Strafgesetzbuch. Und dann gibt es Paragraph 211 mit einer Verbindung der besonders schwere der Schuld. Das lebenslänglich kann ich nach 15 Jahren das erste Mal bitte machen. Habe ich die Schwere der Schuld, kann ich nach 25 Jahren das erste Mal bitte machen. So, und das bitte machen hat bei dir genutzt und du bist letztes Jahr im August entlassen worden. Also letztes Jahr im August entlassen worden, ja. Und seitdem bemühe ich mich auch intensiv um Arbeit. Ich bin schon fast am Resignieren. Ich würde dich gerne noch mal was fragen zu dem Bruder. Du hast deinen eigenen Bruder erstochen. Ja. Das liegt 23 Jahre zurück. Ja. Wie denkst du heute über diese Tat? Ja, ich denke heute über die Tat. Ich würde es wieder tun. Du wirst es wieder tun? Ja, obwohl ich meinen Bruder sehr, sehr geliebt habe. Das war mein Lieblingsbruder. Obwohl du deinen Bruder sehr geliebt hast? Sagst du nach 23 Jahren, wo du 23 Jahre Zeit hattest zu denken, ich würde das wieder tun? Ja. Das haut mich um, muss ich dir sagen. Ja, Domian, Entschuldigung, aber... Nein, ich sag nur mein Gefühl gerade. Erklär es mir. Ja, Domian, guck mal, du kommst aus dem Heim raus, du kennst wirklich keine Vaterliebe, keine Mutterliebe, meine Mutter, du hast übrigens morgen das Thema, was ich jetzt kurz ansprechen will, meine Mutter war Alkoholikerin, die ist jetzt mal mit uns als kleine Kinder in die Bahnhofswirtschaft gegangen und dann hatte die, meine Mutter wiegte ein paar Kilos und so, dann hatte die Beine auseinander, die urinierte Unterhose gezeigt und hat so obszöne Worte gesagt wie, piep mich. Okay, ja. Also ich erahne schon, dass da eine sehr schwere Vergangenheit hinterhängt. Eine sehr schwere Kindheit. Ja. Aber dennoch, es gibt so viele Menschen, die schwere Kindheiten hinter sich haben und nicht in einer extremen Situation morden oder töten. Ja, Domian, Entschuldigung, du musst eins unterscheiden. Mord ist Mord, okay, aber ich sehe mal, die Tat, was ich gemacht habe, sehe ich irgendwie damals als Affekthandlung als Verzweiflungstat. Ich wollte eigentlich... Wie hat das Gericht das denn eigentlich gesehen? Wie haben die es formuliert? Wie haben die es begrifflich festgelegt? Ja, mein Staatsanwalt war damals der Kiki Darzef, der was die Gerichtssendung macht im Fernsehen, beim Strafgericht und so. Ja, ich meine, ich war damals noch
vom Alter her war ich noch Jugendlicher, aber ich habe mich einen Gerichtsgutachter unterziehen müssen und der hat mich als Erwachsener eingestuft. Ja. Wie haben die Tat denn beurteilt? Wie hat das Gericht die Tat beurteilt? Weswegen bist du verurteilt worden? Wegen Mord. Wegen Mord. Mhm. Ja. Mhm. Die haben gesagt, ich war kaltmütig, weil ich ja 18 Mal an Gewicht zugestochen habe. Weißt du, wenn du mir sagst, im Affekt heraus habe ich das getan, ist das natürlich nie und nimmer eine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung. Aber wenn man nach 23 Jahren sagt, ich würde den wieder erstechen. Ja, weil er... Wundert mich das. Empört mich das auch. Domian, ich habe das nie gelernt, Liebe zu empfangen oder Liebe zu geben. Und ich habe eine Frau kennengelernt, wo ich eigentlich alles nur damals in der Bravo kennengelernt habe. Und da war ein Mensch auf einmal, der hat zu mir gesagt, er liebt mich und so. Und hat mich umarmt, hat mich geküsst. Es entstand ein Kind, wir haben ein Kind gemeint. Thomas, wenn du mir das in der Gerichtsverhandlung gesagt hättest oder damals kurz danach, aber wir reden 23 Jahre später, kommt man da nicht irgendwie, wird man da nicht milder, wird man da nicht selbstkritischer, wird man da nicht auch nachdenklicher über all das, was man tut und getan hat? Nein, Domian, weil, Entschuldigung, aber es gibt im Knast so viel Ungerechtigkeit, auch von der Verwaltung her. Mhm. Und der heutige Strafvollzug ist ja kein Resozialisierungsvollzug mehr, sondern ein reiner Verwahrvollzug. Mhm. Das heißt, du kommst in eine 16 Quadratmeter Zelle mit vier Mann und so, also, und dann ist die Toilette nicht abgetrennt. Du registrierst da drin nur rum und so. Ich meine, du gehst da rein. Und ja, das Erste, was du machst, mit Drogen handelt, damit du den ganzen Scheiß überhaupt durchstehen kannst. Ich meine, der heutige Knast ist ein reines Drogenparadies, das weiß jeder. Ja, das weiß ich. Hast du selbst auch Drogen konsumiert im Knast? Ja, ich bin abhängig worden im Knast, ja. Welche Drogen hast du konsumiert? Also am Anfang habe ich erstmal Haschisch gekauft und dann gab es das härtere Zeug, also von Teile, von Ecstasy bis zu Shore und so. Mhm. Ja. So, lass uns mal auf die Jetztzeit zu sprechen kommen. Du bist jetzt, sagst du, fast am Resignieren, weil du keine Arbeit bekommst. Ja, weil ich mal sage, ich habe leider Gottes, ich muss sagen, ich war 23 Jahre Sozialschmarotzer. Die Gesellschaft hat für mich bezahlt. Mir ging es in Anführungsstrichen sehr, sehr gut im Knast. Mhm. Ja, und irgendwas muss ich mal wieder zurückgeben, dass ich auch mal wieder sage, ich bin ein Mensch, der was Verantwortung zieht, der was seine Steuer zahlt, der was nicht immer auf Staatskosten lebt. Ja, ich fühle mich total unwohl. Wie oft hast du dich jetzt in diesem halben Jahr beworben? Ist ganz ehrlich, also ich kann dir, wenn du jetzt hier wärst oder ich wäre bei dir, da könnte ich dir fast jede Woche so einen Zettel zeigen von Zeitarbeitsfirma. Ah, ja. Dann habe ich in Zeitungen inseriert, aber und die Einzige, was anrufen, sind Drücke, also Zeitschriftenwerber, aber da habe ich keinen Bock drauf. Und wie reagieren die Leute auf deine Vergangenheit, wenn du die dann offen halt auch darstellst? Ja, die gucken halt, also die denken, ich wäre ein Monster. Ich meine, Menschen stellen sich vor, das saß wegen Mord. Mord ist abscheulich und so, aber Mord ist nicht gleich Mord. Verstehst du? Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich habe verdammt viel mit Mördern und so zu tun gehabt. Aber Tod ist Tod. Tod ist Tod, Domian, ja. Ein Arbeitgeber dich mal gefragt, so wie ich dich gerade gefragt habe, ob du das nochmal machen würdest? Nein, die haben Angst. Die Leute haben einfach Angst. Also wenn die mich angucken und sehen, in Anführungsstrichen, einen Mörder, die haben Angst. Also Die sind total anders. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, alles Gute und so. Also das ist so verschleimt, ich weiß es nicht. Was wäre jetzt dein Wunsch? Was würdest du dir wünschen? Mein Wunsch wäre, also weil ich ja seit Jahren schon deine Sendung beobachte und du bist einfach super, Domian, muss ich ehrlich sagen. Das sage ich nicht, weil ich dich jetzt sehe, sondern weil ich das wirklich von Herzen meine. Du hast unwahrscheinlich viel Courage, du opferst deine Zeit, du setzt dich für Menschen ein etc. Mein Ziel ist, endlich Arbeit zu kriegen, eine ganz faire Chance von der Gesellschaft zu kriegen und irgendwann zu sagen, ich habe abgeschlossen, ich möchte ein neues Leben anfangen. Gut, ich habe einem anderen Menschen das Leben genommen, nicht gut, Entschuldigung, aber man sagt das so. Ich möchte einfach versuchen, wieder was gut zu machen. Wäre dir das egal, was du arbeitest? Ja, ich war sogar schon bei einer Fastfood-Gruppe und habe gesagt, ich würde gerne Toiletten putzen. Und da haben die gesagt, die haben im Moment die Afrikaner und so und das ist mir wirklich scheißegal. Im Knast muss ich für eine Mark die Stunde arbeiten. Ich möchte dich jetzt noch was zu deiner Haltung fragen. Könntest du dir vorstellen, dass du in einer anderen ähnlichen Situation nochmal so ausrastest, wenn es um eine andere Person ginge, wie du damals vor 23 Jahren ausgerastet bist?
Ja, wenn es sich heute jemand an meinen Sohn vergeht oder wenn ich jetzt sowas wie der Vorredner höre, dann geht mir das Messer in der Tasche eigentlich schon auf, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin als Kind selber missbraucht worden von meinem Erzieher und so. Das ist also, wenn ich das höre, also ich bin Trainer und trainiere Jugendmannschaft, ich bin geil auf die, also da fange ich an zu zittern. Naja, weil ich habe im Knast selber Kinderficker zusammengeschlagen, weißt du? Wo wohnst du denn? Hast du eine eigene Wohnung jetzt? Wie ist das? Ja, ich wohne jetzt in Bielefeld und so. Und dann habe ich nach meiner Inhaftierung, weil ich nichts hatte, in so eine soziale Rehabilitationseinrichtung gewohnt. Und dann habe ich mir jetzt eine eigene Bude gesucht und die wird jetzt leider Gottes vom Amt bezahlt und ich fühle mich so mies, ich möchte meine Wohnung selber bezahlen. Jetzt will ich dir mal was sagen. Mich hat das, ich unterschreibe das noch oder unterstreiche das nochmal, mich hat das erschüttert, was du gerade gesagt hast, ich würde es nochmal tun. So. Andererseits hast du jetzt 23 Jahre Knast hinter dir. Und ich finde, dass Menschen, die ihre Strafe hinter sich haben, auch wieder eine Chance in unserer Gesellschaft haben sollten. Finde ich auch. Ohne Wenn und Aber. So. Ich hatte neulich schon mal so einen Fall hier. Ich kann das überhaupt nicht versprechen. Wirklich, überhaupt gar nicht. Ich würde jetzt einfach mal hier so in meine Kamera und in mein Mikrofon hinein fragen, gibt es irgendeinen couragierten Arbeitgeber im Raum Bielefeld, vielleicht im Ruhrgebiet, der einem solchen Menschen, wie du dein Leben gerade geschildert hast, eine Chance gibt? Ja, einen Führerschein habe ich auch. Mit all dem, was damit zusammenhängt. Ja, super. Es ist nicht damit gedient, dich jetzt auszuschließen und dann würdest du über kurz oder lang wieder auf eine schiefe Bahn kommen. Da hast du recht, ja. So. Mehr kann ich nicht machen, Thomas. Nein, Domian, damit würdest du mir echt helfen. Ja, wenn jemand sich bei uns meldet, wir haben deine Telefonnummer, wir könnten das an dich weiterleiten. Aber verspreche dir nicht zu viel. Ich bin eher skeptisch. Dennoch ist es jetzt ein Versuch wert und wir haben ihn jetzt gestartet. Ja, super. Du bist bereit, alles zu machen? Vom Kloputzen bis auf den Schrottplatz arbeiten? Bis zum Leichenbestatter, das ist egal. Ja, okay. Ja. So, Thomas. Und dann harren wir mal der Dinge. Und ich würde dir schon und ich wünsche dir schon einen ordentlichen Start jetzt in den neuen Lebensabschnitt. Das wünsche ich dir. Finde ich ganz toll von dir, echt. Okay. Ja. Also, wenn wir was hören, melden wir uns bei dir. Domian, danke und grüß dein Elch hinter dir, ja? Das mache ich auf. Dankeschön. Tschüss. Okay. Ciao, Domian. Ciao. So, nochmal an dieser Stelle unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Kinder aus Vergewaltigungen. Möchte mit den Kindern sprechen, deren Vater ein Vergewaltiger ist oder war, und möchte gerne mit den Frauen sprechen. Für die Frauen ist es ja oftmals ein ungeheurer Vorgang und auch eine ungeheure Entscheidung, ein Kind aus einer Vergewaltigung auszutragen und dann vielleicht auch zu behalten. Ich würde vielleicht auch gerne, wenn jemand den Mut dazu hat, mit einem Mann reden, der so etwas zu verantworten hat. Also Kinder aus Vergewaltigung, unser Thema morgen Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet mir oder ruft morgen während und vor der Sendung an. Hier ist Mine und Mine ist, Mine heißt das? Mine oder mein? 20 Jahre, hallo. Hallo. Ja, guten Morgen. Wie spreche ich diesen Namen richtig aus? Mine. Mine. Ja, richtig. Dann lag ich da schon mal richtig. Ja, doch. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist mein Freund. Warum ist dein Freund das Thema? Ja, also es ist so, wir sind jetzt fast 5 Monate zusammen. Und wir verstehen uns sehr gut, sehen uns zwar nur einmal in der Woche, aber das genügt. Und sonst haben wir halt telefonischen Kontakt. Wohnt ihr denn weit auseinander? 30 Kilometer. Naja, geht ja. Geht ja, er hat ja Führerschein, ne? Ja. Ja, es gibt aber ein Problem. Nämlich? Ja, er ist Araber, ich bin Türkin. Und wir kommen halt aus den gleichen Kulturkreisen. Und ich darf und kann nicht mit ihm schlafen. Du darfst und kannst nicht mit ihm schlafen. Genau. Nicht dürfen ist klar, also kein Verkehr vor der Ehe. Und das wusste er eigentlich von vornherein, als er mich kennengelernt hat, dass ich Türkin bin und die Regeln einhalten muss und er hat es auch akzeptiert. Und du bist auch noch Jungfrau. Jo. Ja.
Und ich will das halt auch vor der Ehe noch bleiben. Ja, das ist auch für dich eine Überzeugung, dass du das gerne möchtest. Genau, genau, auch wegen der Ehre und so. Ja, und ich möchte halt auch dabei bleiben. Nur ich merke immer, dass er halt abends, wenn er mit mir spricht, am Telefon, dass er halt irgendwie keine Lust, also er spricht zwar mit mir, aber er hat keine Lust mit mir zu sprechen. Und wenn halt, wenn er mich anruft, dann ist er ein bisschen aggressiv. Also das heißt ein bisschen... Und du interpretierst das so, dass er irgendwie wütend ist, dass das nicht funktioniert sexuell mit euch? Genau, und er zieht halt, er macht halt aus jeder kleinen Sache halt sofort einen Elefanten. Genau, und schreit mich an. Und du meinst, das steckt dahinter? Dass er frustriert ist, irgendwie, dass er irgendwie frustriert ist? Genau, der ist frustriert und deswegen führt das irgendwie zu einer Aggression. Wie ist es denn, Mina? Ist jegliche Sexualität tabu oder ist nur tabu der direkte Geschlechtsverkehr? Also klar, jetzt könnt ihr miteinander rumfummeln, könntet ihr Petting machen. Wär das, genau. Das wär erlaubt. Also das... Das könntest du, würdest du auch machen? Ja, das würde ich machen, aber halt, das sollten meine Eltern natürlich nicht wissen. Natürlich, okay, dann kein Thema. Aber soweit, ich meine, da kann man ja schon viele, viele schöne Sachen ja, machen. Ja, das haben wir auch gemacht, das würde ich irgendwie jetzt nicht bestreiten, aber halt nicht mehr. Und wenn ich da nicht wollte, dann war er natürlich wieder frustriert und hat gesagt, oh nein. Und Denkt, er kommt aus deinem Kulturkreis, er versteht diese Denke, versteht er. Er versteht es, aber... Denkt er anders? Ist er anders drauf mittlerweile? Sagt er, mir, ich finde das nicht mehr wichtig und warum stellst du dich so an? Warum bist du so altmodisch vielleicht? Spricht er so? Nee, er spricht es nicht an. Er sagt, oh, ich will unbedingt und er will mir nicht fremd, also er will unbedingt mit mir. Irgendwie habe ich jetzt Angst, dass ich... seinen Wunsch irgendwann erfülle und sage, ach gut. Wir machen das aber ich halt. Kann nicht, ja genau, ich kann aber nicht, weil ich habe irgendwie Angst, dass ich will ihn nicht verlieren. Also ein richtiger Zwiespalt. Du willst ihn nicht verlieren, aber du hast Angst, dass du dich dann vielleicht darauf einlässt. Genau. Und dann bist du nicht mehr Jungfrau und du möchtest gerne Jungfrau sein. Genau, und irgendwie habe ich Angst, dass er das dann macht und irgendwann sagt so, ciao, ich habe... Und dann stehst du da und bist nicht mehr Jungfrau und der Mann, den du dann vielleicht irgendwann mal heiraten wirst, der merkt es. Genau, also er ist jetzt mein erster Freund und er hat auch gesagt, ja, du bist meine längste Beziehung, sonst hatte ich eigentlich irgendwie immer nur Affären, also nur Spaß. Und er hat mir auch immer geschrieben, er schreibt, er sagt, ja, ich werde nur dich heiraten, du bist meine Traumfrau und bla bla bla. Würde ich jetzt auch nicht so viel drauf geben, ihr seid 5 Monate zusammen. Wie alt ist er? Auch 20. Ach, da sagt man viel. Da würde ich jetzt erstmal gar nichts drauf geben. Das kann in 2-3 Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Vielleicht schon in einem Jahr, wer weiß es. Und ich habe irgendwie Angst, dass er mir dann doch fremdgeht. Schwieriges Problem. Wenn du für dich entschieden hast, dass du Jungfrau bleiben willst bis zur Ehe, ich meine, darüber kann man ja auch diskutieren, ob das, was man davon hält, aber wenn du das für dich entschieden hast, dann ist es natürlich eine Zwickmühle. Dann ist die Frage, ob er sich damit arrangiert, ob er bei dir bleibt, ob er sich auf die Sexualität einstellt, die ihr dann miteinander schon habt. Aber offensichtlich reicht ihm das nicht, wenn er nach 5 Monaten schon rumnörgelt. Also ich hab ihn auch gefragt, ich hatte auch gefragt, so ganz nebenbei, ja, du würdest du noch mit mir zusammen sein, wenn ich es schon hatte, also wenn ich schon Verkehr vor dir hatte. Ja, ich würde bei dir bleiben und ich würde auch mit dir zusammen sein und ich weiß nicht, was ich auch recht glauben soll. Was denkst du denn so für dich überhaupt? So ganz, lass uns mal eben den Freund mal zur Seite. Denkst du über diese Jungfrauenschaft so, weil du so erzogen worden bist? Oder denkst du wirklich aus tiefstem Herzen, dass das richtig ist, so zu leben? Erstens, weil es ja so irgendwie die Regeln sind, ich weiß es nicht. Und in einem bestimmten Kreis sind die Regeln so. Bei euch, ja, nicht nur bei euch. Es gibt auch religiöse Gruppen in Deutschland, in Westeuropa, da ist es auch so. Also das ist nicht bezogen nur auf euren Kulturkreis, weiß Gott nicht. Wie findest du das? Da kann man ja auch nur Pro und Contra sein. Also ich zum Beispiel bin der Auffassung, dass Frauen und Männer Erfahrungen sammeln sollten, bevor sie in die Ehe gehen. Ja. Erst dann ist man reif für die Ehe und kann das auch
entsprechend beurteilen, ob man einen guten Partner hat. Aber das kann man natürlich auch ganz anders sehen. Wie ist deine Position? Ist die so wirklich ganz tief oder hast du auch mehr Angst so vor den Reaktionen deiner Familie, wenn du dich anders entscheidest? Also ich habe auch viele Gespräche mit meinen Freundinnen geführt und die haben auch gesagt, oh Mann, diese Jungfräulichkeit und so, es kann doch irgendwie auf gut Deutsch scheißegal sein. Hauptsache, das macht euch beiden Spaß und so. Weil sowas fehlt in der Beziehung. Also nur umarmen und Petting und so, das reicht einfach. Also das weiß ich selber auch, weil ich sehe, wie er in Anführungsstrichen jetzt leidet, nur weil ich es nicht möchte. So, wenn du es jetzt machen würdest, was ist deine Angst? Also ganz ehrlich, nicht, dass meine Eltern das rauskriegen, weil die wissen ganz genau, ich will sowas nicht machen. Wenn es die Eltern rausbekämen, wäre das eine Katastrophe? Ja. Und wenn du es den Eltern gar nicht erzählen würdest? Ja, dann würden die es nicht rauskriegen, aber ich hätte irgendwie Angst, dass... Ich kenne ihn ja noch nicht so lange, es sind ja gerade noch 5 Monate, ne? Ich habe irgendwie Angst, dass er dann sagt, so, ich war der Erste und er mag mich auf jeden Fall. Er ist auch eifersüchtig, wenn irgendwie was ist und... Hast du Angst, dass er dich verlässt und dann stehst du da? Ja, genau. Ja, aber dann könnte man ja auch sagen, okay, na gut, er hatte mit dir Sex, du hattest mit ihm Sex. Dann hast du halt deine Erfahrung gemacht und wirst irgendwann einen neuen Mann kennenlernen. Was ist daran schlimm? Du kannst nur für dich lernen, für dein Leben. Eigentlich ja. Ja, aber ich möchte nicht, dass ich immer mit diesem Gedanken leben muss, oh nein, du hast irgendwie einen Riesenfehler gemacht. Und ja, das ist jetzt die Frage. Ist das ein Riesenfehler? Siehst du das wirklich als Riesenfehler an? Oder siehst du es nur so, weil es Tradition ist? Ja, ich würde mir jahrelang, monatelang immer Vorwürfe machen. Meinst du ehrlich? Ja, ich kenne mich sehr gut sogar. Also ich bin sehr emotional und ich nehme alles so zu Herzen. Und ich könnte dann nicht mehr leben, nee. Gibt es denn Freundinnen, auch aus deinem Kulturkreis, die das ganz anders, du hast es ja gerade angedeutet, die das ganz anders sehen, die ihre sexuellen Erfahrungen sammeln und die, Die machen es. Die machen es. Mhm. Ja. Und die kommen damit auch klar. Ja, genau. Ja. Also die Eltern erfahren es ja nicht und deshalb machen die es auch. Mhm. Also auch ohne schlechten Gewissen und so. Das ist eine schwierige Position für mich jetzt, weil ich will dir das nicht ausreden. Man kann die Meinung haben, man kann die Meinung haben. Wir sind da unterschiedlicher Auffassung. Ja. Wenn du diese Meinung hast, wie gesagt, bist du in einem Dilemma, weil du natürlich über kurz oder lang vermutlich diesen Freund verlieren wirst, wenn der jetzt schon so einen Druck macht, obwohl der kapiert, was in dir vorgeht, der versteht das ja. Ja. Da ist jetzt die Frage, opferst du diesen Freund und diese Liebe für deine, ich sag mal, für deine Auffassung? Oder opferst du die Auffassung für deinen Freund? Das ist die Frage. Ja. Das ist die Frage. Das kann dir kein Mensch abnehmen. Das ist eine richtige Gewissensentscheidung. Mhm. Entweder sagst du, okay, ich will so leben als Jungfrau, ich will so in die Ehe gehen, dann verabschiede ich mich jetzt von diesem Freund, weil das geht einfach nicht, der setzt mich so unter Druck. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob er das wirklich ernst meint. Er sagt es ja, ich bin dein erster und dein letzter Freund. Ja, aber so würde ich mich gar nicht darauf einlassen. Wenn du jetzt mit ihm schläfst, dann würde ich auch im Hinterkopf haben, der muss nicht mein Ehemann werden. Der ist vielleicht in einem Jahr schon wieder weg. Denn dann stehst du wirklich ganz, ganz blöd da, wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse mich drauf ein, weil der mich ja wahrscheinlich auch heiratet. Das weißt du überhaupt nicht. Das weißt du überhaupt nicht. Wenn, dann musst du dich drauf einlassen, indem du für dich entscheidest, ich entscheide mich für Sexualität. Nicht, ich entscheide mich, das zu machen, weil der mich ja dann sowieso heiratet. Dann bist du irgendwann in einer Sackgasse und vielleicht wirklich völlig unglücklich. Entweder entscheidest du dich für die Sexualität, für die Erfahrung, oder du entscheidest dich für die Tradition. Das sind die beiden Wege. Einen Mittelweg gibt's nicht. Ja, meine Familie ist mir auch wichtiger irgendwie. Ja. Ja. Jetzt haben wir das so geklärt. Letztendlich musst du es entscheiden, Mine. Du musst es entscheiden. Das kann kein anderer sagen. Wie dein Herz im Moment in welche Richtung es geht. Und du hast Freundinnen, mit denen du das auch beraten kannst. Ja, ich habe auch Angst, dass er irgendwie sagt, ja, du, tut mir leid, ich habe keinen Bock mehr und
mach irgendwie, was du willst. Ich will noch irgendwie meinen Spaß haben, ich will es noch ausleben. Und ja, aber vielleicht könntest du ja auch die Auffassung haben, ich will meinen Spaß haben und will auch erstmal viel ausleben. Ja, das könnte ich ihm sagen, aber ich würde es nicht machen. Ja. Liebe Mine, wir haben, glaube ich, so grob alles besprochen. Sonst würden wir uns jetzt im Kreis drehen, wenn wir noch weitersprechen würden. Ja, das stimmt. Du musst das entscheiden, für dich ganz alleine und im stillen Kämmerlein. Ja, ich wollte auch nur deinen Rat hören. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Du, Domian, kannst du mir vielleicht eine Autogrammkarte schicken? Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay? Okay, dicken Lob. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wegen der Autogramme möchte ich euch sagen, wenn ihr eins haben möchtet, dann ruft doch ganz einfach unsere Nummer, die 0800 220 5050, während des Tages, irgendwann tagsüber an. Und da sind fleißige Kollegen, die notieren eure Anschrift und dann schicken wir euch ein Bildchen. Markus, 24 Jahre alt. Hallo Markus. Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Was geht's bei dir? Wie soll ich das sagen? Ich lebe sehr zurückgezogen, aufgrund meiner Vergangenheit, schätze ich mal. Du wohnst alleine? Ja. Ja? Und was ist das für eine Vergangenheit? Ja, sexueller Missbrauch, Gewalt, eigentlich alles. Jemand hat an dir sexuellen Missbrauch ausgeübt? Ja, mein Vater. Der Vater? Ja. Lange? Ein paar Jahre. Wie alt warst du da? Kann ich nicht mehr genau sagen, so 7, 8, fing das an. Ging 11, 12. Und wie kam es dann, dass das aufhörte? Durch Messerangriff durch mich. Du hast dich gewehrt? Ich habe mich gewehrt, ja. Hat der Vater dich vergewaltigt? Nein, würde ich sagen. Das war eher, wie sagt man, so anfassen und. Also hat er an dir sexuelle Handlungen vorgenommen und du musstest an ihm auch? Genau. Messerangriff, wie ist das geendet? Also er hat überlebt. Leider. Leider? Ja. Schwer verletzt? Es ging. Also er war wohl ein paar Wochen im Krankenhaus. Was folgte daraus? Gab es eine Gerichtsverhandlung? Nein. Die haben nie erfahren mit dem Missbrauch. Ich habe nur gesagt, dass ich dann nicht mehr da leben möchte. Bin dann ins Heim gekommen. Weil meine Mutter mich nicht mehr haben wollte. Achso, die Mutter hat auch nicht zu dir gestanden nach diesem Messerübergriff. Sie wusste nichts davon. Also die hat gedacht, der ist durchgedreht, der Junge, und hat meinen Mann mit dem Messer angegriffen. Genau. Und hast du es ihr dann irgendwann mal gesagt, was er getan hat? Nee. Das Problem ist auch, meine Mutter ist vorher ausgezogen mit meinen vier Geschwistern. Aufgrund, weil meine beiden Schwestern von ihm missbraucht worden sind. Ach so. Und mein Vater hat mich vor so gedrängt, dass ich bei ihm bleibe. Da fing das ja noch gar nicht an. Weil er sonst meine Geschwister umbringen möchte. Oder meine Mutter. Du bist dann ins Heim gekommen? Ins Heim, ja. Und wie lange warst du im Heim dann? Bis zum 18. Ja. Jetzt bist du 24. Hast du irgendeine Ausbildung gemacht? Ich habe angefangen, aber ich habe seitdem eigentlich nie wirklich eine Arbeit behalten, eine Ausbildung abgebrochen. Ich bin nicht in der Lage zu arbeiten. Ja. Hängst du den ganzen Tag ab? Zu Hause, ja. Von was lebst du? Hartz IV. Ja. Freunde? Nein, nur eine. Seit einem halben Jahr. Eine Freundin? Eine Freundin. Keine Freundin? Ne. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja, aber nur für kurz. Da hatte ich Panik gekriegt vor. Also auch noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht mit Frauen? Nee, gar nicht. Gar nichts. Ich würde gern, aber... Also... Ich verkrampf total, krieg Panikattacken. Ja. Also hast du das Gefühl, regelrecht eingesperrt zu sein in deiner Wohnung? Ja, ich würde gerne rausgehen. Ich versuche es auch mittlerweile mit meiner Kollegin. Ist das verstehe es nicht. Ist das eine Kollegin oder ein Kollege? Ja, eine Frau ist. Eine Frau. Ja. Weiß die von deiner schlimmen Vergangenheit? Ja, ich habe sie mal erzählt. Und die hat da gut drauf reagiert? Ja, zuerst meinte sie, ich würde sie verarschen, aber
sie hat mir darüber hinweggeholfen. Da war ich auch noch mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und diese Frau, wo hast du die kennengelernt? Ja, über meine Ex-Freundin, sagen wir mal so. Über die Ex-Freundin. Mhm. Ja. Mhm. Hast du denn, Markus, irgendwann mal, warst du mal bei einem Therapeuten, einem Psychiater? Nicht deswegen. Nein. Wegen anderer Sachen schon? Ja, wegen Gewaltbereitschaft und so weiter alles, aber deswegen damals gewesen Messerangriff und ich war auch noch in der Jugendzeit ziemlich aggressiv, deswegen. Ja. Würdest du dich denn bereit erklären, dich in die Hände eines Arztes, eines Therapeuten zu begeben? Ja. Würdest du machen? Ja, ich habe nur ein bisschen Angst davor. Hm. Das ist schwierig für mich. Ich bin jetzt auch total am Zittern. Ja, aber du hast es klar und deutlich und gut erzählt. Deswegen Respekt und ich habe es gerade ja schon mal gesagt, wenn jemand so eine Vergangenheit hinter sich hat wie du und hier anruft, finde ich das immer sehr mutig und zeigt mir auch, dass da ein Wille ist, dass sich was verändern soll. Ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen in der Bredouille, die Sendung ist gleich vorbei. Aber wir möchten gerne mit dir weitersprechen. Ich bitte dich nur jetzt aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. In Ordnung? Ja, okay. Okay, Markus, bis gleich. Jo. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Stefan Waltershagen. Morgen heißt unser Thema Kinder aus Vergewaltigung. Ich möchte gerne mit Kindern sprechen, deren Väter Vergewaltiger waren. Möchte gerne auch mit den Frauen sprechen, die Kinder bekommen haben, ausgetragen haben, nach